Hallihallo, Aufklärungsserie Hashimoto, Folge 23. Heute mit dem Thema, was kann ich nur essen, wenn ich unterwegs bin? Ganz oft höre ich von Freunden, Bekannten, von Menschen, die sich gesund ernähren wollen, ich kann das nicht. Und ich sage dann, warum kannst du das nicht? Ja, ich weiß nicht, was ich essen soll, wenn wir unterwegs sind. Ich bin viel im Auto unterwegs. Ich bin oft mit der Bahn unterwegs. Was soll ich nur essen, wenn ich unterwegs bin? Da brauche ich einen Schokoriegel oder ich kaufe mir dann schnell ein Sandwich oder einen Burger, weil ich habe doch Hunger unterwegs. Ich muss doch was essen. Und was du essen kannst anstelle dieser Burger oder dieses ungesunden Essens, das klären wir jetzt auf in Folge 23 der Aufklärungsserie Hashimoto. Ich bin Peter Gehlmann, bin Gesundheitscoach und begleite Hashimoto-Patientinnen in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme. Und dazu gehört auch und vor allem bei Hashimoto, bei der Entzündung der Schilddrüse, gehört es eben nun auch mal dazu, zu wissen, was kann ich zwischendurch essen. Was kann ich essen, wenn ich unterwegs bin? Ich bin im Vertrieb, ich bin im Außendienst, ich sitze viel im Auto. Da hat man ja nun nicht immer einen Kochtopf dabei. Und wenn man dann den Kochtopf dabei hat, dann fehlt vielleicht der Herd. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, ich habe einen Multikocher, Thermomix, Monsieur Cuisine oder so. Dann brauchen wir aber eine relativ lange Verlängerungsschnur, um das auch zum Laufen bringen zu können. Also, entweder ihr kocht euch schon was vor und greift dann darauf zurück, sitzt dann da mit eurer Dose, mit eurem Behälter, wo ihr das Essen drin habt, oder wenn es gar nicht anders geht, gibt es dieses Obst, das ihr euch immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert, die Banane. Die Banane sorgt dafür, dass ihr satt werdet. Die Banane sorgt dafür, dass euer Blutzuckerspiegel langsam ansteigt und auch langsam wieder abfällt. Denn oftmals ist es so, wenn man sich ja so ein Toastbrot kauft oder irgendwie ein Sandwich, dann ist der Blutzuckerspiegel schnell hoch und sackt auch schnell wieder ab und dann fällt ihr in so ein, gerade beim Autofahren ist das sehr gefährlich, in so einen Sekundenschlaf, weil ihr einfach diese Energie nicht mehr habt. Mit der Banane ist das besser. Die braucht zwar einen Moment, bis der Blutzuckerspiegel nach oben gestiegen ist, aber er fällt nicht mehr so schnell. Für alle, die jetzt sagen, ah, so eine Banane, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Achtung, Werbung. Ich muss das auch gleich noch in die Beschreibung mit reinschreiben. Ich kann euch Folgendes empfehlen. Kann man das sehen? Einen Riegel. Dieser Riegel ist von einem Familienbetrieb aus Berlin, nennt sich Paleo Mio. Die haben auch noch andere Sorten im Sortiment. Das ist hier der Samenriegel. Dann gibt es auch noch ja, Riegel speziell für Sportler. Die sind hier nur aus Samen, Datteln, Sonnenblumen, Kürbiskerne, Aprikosen, Sesamsamen, Chiasamen hier zum Beispiel. Sättigen unheimlich gut, schmecken total lecker. Ich habe schon viele von diesen Riegeln probiert. Das hier sind wirklich die einzigen, wo sonst nichts weiter drin ist. Kein Zucker, keine irgendwelchen künstlichen Zusatzstoffe. Und den Link dazu packe ich euch noch in die Beschreibung. Das Ding ist, es gibt viele oder es mittlerweile gibt es ja noch mehr Riegel davon, wo man denkt, es ist gesund, weil halt Bio draufsteht. Es ist aber immer wichtig, darauf zu schauen, dass nicht irgendwelche Zuckerzusätze oder so mit dabei sind. Es gibt auch Riegel, die sehen unheimlich lecker aus, aber wenn man die dann aufmacht, dann riechen die nach, ich habe das schon mal gehabt, die rochen nach Öl. Wenn ihr einen Diesel habt, macht mal den Tank auf und riecht mal an dem, dann so ähnlich haben die gerochen. Und ich habe da auch nicht lange dran essen können. Die haben auch nicht wirklich geschmeckt. Aber diese hier von der Firma aus Berlin, von Paleo Mio, kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Auch mal für zwischendurch, wenn man unterwegs ist. Ansonsten, wenn du im Vertrieb bist, kann ich dir empfehlen, kann ich dir nur raten, wenn du zum Beispiel Kaffee trinkst, mach dir einen sogenannten Bulletproof-Kaffee, ein Teelöffel MCT-Öl. Wenn du das nicht hast, wenn du das nicht bekommst, dann reicht auch ein Teelöffel oder ein Esslöffel, je nachdem, wie groß die Tasse ist.
Kokosöl, dazu ein Teelöffel oder Esslöffel Weidebutter. Das ist die mit dem grünen Kleeblatt, die ich da empfehlen kann. Einmal alles in den Mixer jagen und dann hast du einen sogenannten Bulletproof-Kaffee und der hält eigentlich auch von der Sättigkeit her, der versorgt dich auch bis zum Mittag. Also bei mir ist es oft so, dass ich bis zum Mittag wirklich gar keinen Hunger mehr verspüre, wenn ich so einen Kaffee getrunken habe, weil er wirklich mich mit allem versorgt, was ich brauche in dem Moment. Ja, wenn du mehr zu Ernährung im Speziellen auch zu Hashimoto wissen möchtest und erfahren möchtest, wie man da am besten mit umgehen kann, was man da am besten machen kann, dann komm in meine Facebook-Gruppe mit Hashimoto voller Energie und leistungsbereit ohne Gewichtsprobleme. Ich werde die auch noch verlinken. Ihr seid herzlich willkommen. Einmal in der Woche gibt es dort am Dienstag ein Live. Da gehe ich um 20 Uhr live und beantworte Fragen, die nur in dieser Gruppe gestellt werden. Und das bleibt auch alles in der Gruppe. Es ist eine geschlossene Gruppe. Und die Informationen, die dort preisgegeben werden, sind halt wirklich nur für diese Gruppenmitglieder. Ja, jeder, der da Hashimoto hat oder jemanden kennt, der Hashimoto hat, ladet sie in diese Gruppe ein. Kommt vorbei. Wir machen es uns da ganz gemütlich und sehr informativ. Okay, das war's auch schon für heute. Ich möchte auf die nächste Folge hinweisen. Die nächste Folge ist eine Interviewfolge und zwar mit der Kira Hoffmann. Und dort geht es um Jod im Allgemeinen. Jod ist ja ein ganz großes Unsicherheits- und Streitthema bei Hashimoto. Soll man Jod, soll man nicht Jod? Der eine sagt so, der andere sagt so. Wir werden es erfahren. In der nächsten Folge starten wir mit der Interviewreihe mit Kira Hoffmann. Wir werden uns also durch dieses Jod-Thema durcharbeiten in insgesamt drei Interviews. Ich freue mich drauf, das wird sehr spannend. Hier sage ich nun tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der Gruppe oder wir sehen uns bei der nächsten Aufklärungsserie Hashimoto. Ciao, dein Peter.